Lit und Traute X27 Semikolon ist dann sogar Lotte. Sie durfte als Kind nicht tanzen. Überraschendes Tanztalent. Gar Lotte würdig, 39, machte bei Lets Tanze Woche um Woche eine gute Figur auf dem Tanzparkett. So begeisterte die Moderatorin die Jury und das Publikum, nur in der vergangenen Sendung reichte es nicht zum Sprung in die nächste Runde. Dass sie sich so verdammt gut bewegen kann, ist für selbst jedoch eine Überraschung. Sie wollte nämlich schon als Kind prima Ballerina werden, durfte jedoch keinen Tanzunterricht nehmen. Mittlerweile hat die Schauspielerin definitiv Rhythmus im Blut. So talentiert war sie aber nicht immer. Ich wollte früher zum Ballett. Da war es erstmal still bei uns am Küchentisch. Aber als mich meine Mama dann zum Ballett gebracht hat, wurde mir nach 30 Minuten gesagt, ich solle es lieber mit Tennis probieren. Dabei wollte ich doch nur ein Tutu haben, erinnerte sich die 39-Jährige in der Show. Damit war der Traum vom Tanzen also erst einmal vorbei, bis die Anfrage von kam. An ihrer Selbstsicherheit musste die Ehefrau von Sido, 37, daher in den vergangenen Wochen etwas arbeiten. Ich muss aus meiner Komfortzone raus. Ich weiß, dass ich auf viele Leute sehr stark wirke. Aber mir fehlt da ein wenig das Selbstbewusstsein zum sexy Bewegen, erklärte sie. Und das, obwohl die Zuschauer des TV-Formats bei heißen Kurven oft regelrecht ins Schwitzen kamen.